So, Leute, da. Willkommen 79, zurück. Bitte 28. Ja, danke. ja, willkommen zurück zu X Foundation Split Vendetta. Sind wir eigentlich überhaupt hier? Wieso ist das Schiff nicht mehr da? Keine Ahnung. Mal kurz hier rüber. So, Yo Scout. Mal gucken, ob wir jetzt uns hinsetzen können. Genau, und wenn nicht, dann lasse ich ihn dann wieder starten und wieder landen. Nochmal. So, gerade auch gemeint in den Kommentaren, na, wieso. Lumme, Verteidiger. Ah, sehr schön, es geht. Hi. Wieso wir dann keine Hüllenteilefabrik bauen, wenn das momentan so gebraucht wird? Wir brauchen ja tatsächlich erstmal die Wohnmodule für die Arbeiter, sonst können wir überhaupt nichts produzieren. Genau, und danach erst können wir uns darum kümmern, das nächste Ding zu holen. Also das wäre dann zum Beispiel eine Hüllenteilefabrik oder eine Nanotronikfabrik. Irgendwas, was Wasser gebraucht wird. Das ist mal unser Schiffchen hier drin, das ist doch super. So, das andere lassen wir erstmal hier, würde ich sagen. Unser Miner hat hier auf dem Weg nach draußen erstmal einen Sicherheitscontainer entdeckt. Ich frage mich ehrlich gesagt, wie der den aufsprengen will. Kann er das überhaupt machen? Ich habe ihn nämlich hingeschickt. Naja, er wird schon wissen, was er macht. So, wir setzen mal unseren Kurs genau darüber. Das Ding hier aus. Ist eigentlich ganz nett. Schöner Flitzer. Könnte man jetzt zum Beispiel sagen. So. Auch richtig schön unterwegs hier. Und wir bremsen recht schnell. Sprungtor, profitables Andenken. Ja, ja, ich bin ja. Ich mach ja schon. Go, go, go. Also jetzt bin ich mal gespannt, wie das jetzt weiterläuft mit dieser Quest. Was da jetzt genau triggert. Erreiche System, profitables Andenken. So, also wollen wir den Missionsmanager hier rein. Hier geht's auf das Andenken 9. Wieso soll ich da hinfliegen? Ich verstehe es überhaupt nicht. Ich glaube, ich muss aber auf das andere Schiff drauf gehen. Ich glaube, das ist echt. Ich glaube, daran liegt es wirklich. Witzigerweise gibt es hier sogar ein Ividium. Na gut, wir fliegen mal hin, ja. Leerer Raum. Ich werde mal im Luft den Raum übersetzen. So aussteigen und wieder einsteigen quasi. Dann fliegen wir das Teil kurz hier an die Station. Lassen uns von dem Schiff hier verfolgen. Genau. Ja, und danach, dann machen wir unser übliches Ding. Das, was wir eh machen wollten. Satelliten platzieren. Oh, das hätten wir natürlich auch hier. Ne, da haben wir schon einen da. Da haben wir schon einen. So, wir werden es dann natürlich dann hier hinten machen. Weiterfliegen. Diese Systeme hier ein wenig erkunden. Ah, vor allem hier ein Druckniedergang und so. Ich, wie gesagt, es muss ja hier irgendwo auch Werften geben. Wir schaffen es auch diesmal bis nach Familie Tekar weiter zu fliegen. So. Mal ernsthaft? Das ist doch nicht dein Ernst. Ist ja wohl nicht dein Ernst, dass ich das jetzt mit dem Schiff hier machen muss. Okay. Ja, fliegen wir mal ein bisschen nach vorne hin. 120 Erz. Kriegen wir das überhaupt geladen hier in dem Ding? Ja, schnellsten Ding können wir da irgendwo hier hin. Ja, 1120 Kubikmeter. Das geht hier schon rein. So, warte mal.
Informationen. Was sind für Befehle gerade? Verhalten. Alle löschen. So. Dann gehe ich mich einfach da drauf. Oh, hier. Honigfresser. Mineralien. Verteidiger. Nein. Oh Gott. Alle Befehle und Aufträge entfernen, genau. Steh da einfach mal kurz rum. What? Oh. Okay. Dann stehen wir mal auf. Lumme, Verteidiger. Und Honigfresser, Mineralien, Verteidiger. So, da müssen wir hin. So, Jungs. Die Ablösung ist da. Hallo. So, hoffentlich ist er nicht gerade voll. Bro, was machst du? Deine Befehle und Aufträge entfernen. Folge ihm hier. Okay, so. Also, wie schaut's denn aus? Wir sind leer, glaube ich, gerade von 1200. Okay, das ist schon mal super. Jetzt ist mal Erz meinen. Asteroid. Hier gibt's Erz. Er ist ein bisschen groß. Gibt's auch kleinere? Haben jetzt wieder Ewigkeiten für. Türmchen müssten die eigentlich von alleine ballern, glaube ich. Da genug dran sind. Ja, warte mal. Oh, ah, es ist zu laut. Es ist definitiv zu laut. Die gesamte Strecke runter. Nicht viel besser, ehrlich gesagt, ne? Und wieso alle genau? Jetzt mal mit dem Hauptbergbaulaser hier arbeiten. So, wo sind denn hier die kleinen Teile? Jetzt schießt der hintere auch. Gut. Ja, wir kriegen den echt zu schnell runtergeschossen, den ganzen Asteroiden. Das ist ja super. So. Dann sammeln wir mal ein hier. Hervorragend. So. Docke an, kommt das Befehl der Güter. Okay, alles klar. Ja, ich würde das ganz gerne den Rest hier aufsammeln. Das waren ja recht viele. Das Gefühl, dass unser Mining jetzt nicht gescheit funktioniert. Aber gut. Jetzt ist es das Einsammeln. So. Die Mühe machen wir uns jetzt mal schnell hier. Bisschen was. Ich bin auch wieder Fliegeneier dabei. Vielleicht kann man die auch wieder verkaufen. Asteroid. 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 Jetzt sahen gerade noch sehr viel näher beieinander aus. Oh. Raumanzugsbombe. Stabile Kristalle wieder gefunden. Ich glaube, wir könnten das Ding ja auch noch mit irgendwas anderem ausstatten, damit das schneller geht. Na gut, ist egal. Komm, wir werden jetzt an dem entsprechenden Komplex hier andocken.
Er ist da unterwegs. Beschleunigen wir mal. Ab geht die Post. Dann haben wir diese Sache endlich mal erledigt nach 10.000 Jahren. Gut, wir hatten in der Zwischenzeit sehr viel zu tun. So ist es ja nicht. So, was machen ansonsten unsere anderen Ampelmänner? Ausbleibende Fracht nach Aufträgen, Energiezellen. Oh. Okay, interessant. Interessant, das war vorher eigentlich noch nie da. Aber gut. Meiner Boy macht sein Ding. Wo sind denn die alle hier? Maultier ist hier, hat er nicht abgeladen, oder? Ist damit entsprechend fertig. Ja, hier wollen sie immer noch massiv Füllenteile einkaufen. Und Schildkomponenten. Lohnt sich halt nicht, weil wir die für 188 kaufen müssten. Höhlenteile würden sich natürlich weiter lohnen. Okay, also. Wieso sollst du die Position halten? Was sind deine aktuellen Befehle? Oh shit. Ich mach mal hier den Autopiloten an. Autopilot eingeschaltet. Und nicht, dass sie dran vorbeifliegen. Also zurück zum Maultier. Sionan. Ja, du hast gar keine. Du wartest einfach nur. Okay. Ja gut, dann machen wir das doch tatsächlich jetzt hier. Höhlenteile für 41 einkaufen da hinten. 82. Und dann tust du die Amteladi Raumdock. Ach guck mal, da ist sogar noch mehr in dem Fall. So, ja, 20.000, das ist okay, komm. Geh und handle. Jeder Profit ist uns natürlich willkommen. Der nächste Mann ist der Esel. Der Esel ist gerade hier am Abholen, glaube ich, von Sachen, oder noch? Naja, da geht zur Teller die Handschatzen. Ich glaube, der holt entweder Waffen oder Schildkomponenten. Und die lädt er dann da hinten ab. Richtig, und dann ist ja unser weiterer Miner dann endlich mal fertig. Sehr, sehr langer Zeit. Autopilot ausgeschaltet. Das dauert noch eine Weile leider. Da dauert das noch eine ganze Weile, bis wir die hier haben. Na mal, das ist mal so die Teladische, wir sind halt, naja. Mäßig schön, würde ich sagen. Okay, ich sehe schon, wir sind hier ein wenig dann schon vorbeigeflogen. Machen wir das endlich fertig. Komm. Und Gas geben. Hier sind wir noch ein Reisemus für die paar letzten Meter. So. Wir versuchen uns hier dran vorbei zu manövrieren, ohne dagegen zu fliegen, weil die Bremsen so schlecht sind. Undock-Erlaubnis erteilt. Sehr schön. Dann docken wir. Schwerfälligen Teil. Schön in der Mitte der Undock-Bucht. Ich glaube, wir sind in der richtigen Richtung unterwegs hier. Weiter nach vorne. Ich denke, die Richtung an sich stimmt. Wir sollten gleich über dem Teil sein. Yep. Und langsam hinuntergleiten. Gut. Und das sollte eigentlich schon reichen, ne? Erfolgreich angedockt. Aufstehen. Wir sind erfreut, Sie an Bord zu begrüßen. So, Bergoblastikum ist fertig. Honigfresser. Mineralien,
Verteidiger. So, wir gehen mal raus. Lassen derweil unseren Scout hier andocken. Docke an. Eine Satellitenreparaturgeschichte. Das ist er, glaube ich. Okay. Ja, und er darf weiter meinen, aber nicht in diesem System, sondern woanders. Gut, dann schicken wir dich mal los. Und zwar. Ja, du kannst auch von mir aus hier in dem System mal. So, also, fliege zu. Hallo. Hallo. So, das ist der Wühler. Genau, der hatte noch keine Aufträge. Der ist ja jetzt auch hier neu am Start. Also, du machst dann nämlich. Die neuesten Nachrichten aus allen Teilen des Universums erhalten Sie bei Ihrem Infobroker. An- und Verkauf von Informationen aller Art. Wenn Sie es nicht wissen, weiß es keiner. So, dann machen wir hier nämlich automatisch einen Bergbau im Sektor. Achso, natürlich. Ja, mach mal ein Video tatsächlich. Kabelhandel. So. Dann such mal. Eigentlich ist es. Ach nee, weißt du was? Komm, wir machen mal normales Erz. Aber das macht mehr Sinn. Ich hoffe, er bemerkt sich das jetzt. Komm, wir machen es nochmal. So, und warten. Hier, automatischer Bergbau. So, mach Erz. Jo. Ich denke, in dem Video macht eher auf den kleinen Sinn. Weil die Mengen da so, naja, nicht besonders groß sind eben. Und wir sind ja hier bekanntlich. Ja, sollen wir so einen kleinen Reparaturenauftrag hier kurz machen? Wenn wir schon mal da sind, 40.000 für nichts quasi. Redet Datenwerk an Leck. Ja, komm, wir sind eh hier. Können wir das auch schnell machen? Dass ich auf Sie zählen kann. Das ist der Frachter. Jetzt muss mal schauen, ob unser. Die Stationssicherheit möchte alle Besucher daran erinnern, ihre Kinder stets bei sich zu behalten. Schauen wir, ist er schon? Er doch, er ist schon angedockt. Auf der anderen Seite. Nehme ich mal an. Nee, vom Händlerbereich. Das ist gar nicht schlecht. Wo ist der Händler? Da ist der Händler. Schau mal ganz kurz da vorbei. Ob wir nicht irgendwie Eier oder sowas haben zu verkaufen oder den ganzen anderen, die wir jetzt eingesammelt haben. Aber gar nicht, geht ja gleich hier hoch. So. So können wir was Nettes machen hier. Hm? Bitte. Leider keine feine Mahlzeit, hm? Natürlich ist nochmal zwei Stück. Wir haben mal zwei Raumfliegeneier. Ein Kaviar ist halt. Was wert? Kann ich Ihnen helfen? Bitte sehr. Angebot. So, ne? Ich verkaufe dir mal den Fruchtsalat, die Eier. Hier die Bürsten kannst du auch mitnehmen. So. Und guten auf Wiedersehen. Profit Ihnen. Dir auch guten Profit. So. Zurück zum Schiff. Da hinten steht's. Warte mal kurz dieses kleine Datenleck. Wir werden natürlich währenddessen mit unseren Leuten auch handeln, mit den Frachtern. Während die Miner weiter meinen und wir hier stetig Geld verdienen, um uns die Module dann zu kaufen. Benötigen. So. Lumme, Verteidiger. Hi. So, vielen Dank. Ausgewählt müsste die Sache ja sein. Scheint ja nicht weit weg zu sein. Erlaubnis erteilt. Wo
ist das Datenleck? Da unten. Okay. Rüber. Hoffentlich können wir es auch erreichen. Gut, das würde ich sagen. So. Aufstehen. Und ein bisschen leicht finden, das Geld hier abholen. Komplex für veredelte Güter. Gute Arbeit. Wie gesagt, ne? Lunge. Da bin ich mir dann auch nicht zu fein für. So eine Kleinigkeit hier. Und go. So, ich bin wieder da. Danke fürs Platz frei machen. Gut. Schauen wir nochmal ganz schnell in unseren Manager. Das war die Sache. Ja. Skin abschließen, wie gesagt, das machen wir ja so nebenher. Ganze Rüstung anschließen, das könnten wir auch noch machen. Ja, und hier, oh Gott. Das sind jetzt. In welchem System ist das überhaupt? Ja, es ist halt eine Menge sehr einfaches Zeug. Durch die ganzen Satelliten momentan. Ja, wir machen das jetzt hier. Wir fliegen jetzt mal. Wieder mal hier in diese Richtung. Ja. Fliegen wir zunächst mal hier hin. Produktniedergang. Autopilot eingeschaltet. Machen wir soweit erstmal mit dem Autopilot, weil wir hier in der Gegend nichts raushauen müssen. Wir können da mal schauen, wie schaut es denn jetzt aus hier bei unserer Station. Was hat er noch? Er braucht aber eigentlich momentan gar nichts mehr. So wirklich, so wie ich das sehe. So. Mal kurz einen Bau planen. Ja, das Lager ist fertig. Sonnensegel ist auch fertig. Bin nicht ausgeklappt momentan. Ja, und wie gesagt, jetzt könnten wir vermutlich mal versuchen, die nötigen Sachen für die Forschung zu besorgen. Ah ja, guck mal, Arsenik sind schon mal 55 da. Elektronikkomponenten. So, wer darf das jetzt machen? Wer ist denn gerade frei? Müsste der Esel nicht jetzt so langsam mal... System. Jetzt erst auf dem Weg zurück. Mit den. Lass mich nicht lügen, das sind die Bildkomponenten, richtig. So, und danach kannst du ja mal. Erwarte Befehle. Fortschrittliche Elektronikkomponenten. Schrittliche Elektronik-Komponenten. So, jetzt wieder zurück zum Maultier. Jetzt ist er zum Esel. Der kommt uns ja gerade entgegen hier. So. Davon mal 100. Und wie gesagt, dann kaufst du noch die Energiezellen irgendwo unterwegs, den restlichen. Erreiche System, Yanamos Sura. Ja, nicht unbedingt so weit weg, die kriegen wir auch hier hinten irgendwo. Ich glaube, wie viel waren es? 4000 oder so war es dann immer hier. So viel damit.
Und dann tust du das natürlich. Waren trainieren mit Rotablachhandel, Sonnenkraftwerk. So. Oh. 500, wieso eigentlich 500? 500, ist das... Werden die da auch für die Dinger gebraucht? Für die Drohnen? Das könnte natürlich sein, da müssen wir natürlich noch mehr holen davon. Ja, wir schauen mal. So, was ist das denn hier? Das ist eine Hightech-Fabrik. Autopilot ausgeschaltet. Was sieht das? Also auf jeden Fall hier hinten. Hier sind auch noch mehr Fabriken, sehe ich gerade. Muss noch mehr sein. Ja, es sind wieder drei Stück. Kleines Cluster. Fliegen wir hin und stellen da mal Satelliten auf. Kann nicht schaden. So, also Esel weiß, was er zu tun hat. Maultier. Hier, Maultier. Wo ist das Maultier? Das, weiter rauszoomen. Zur Hölle ist das Maultier. Wird irgendwie komisch angedockt oder wurde der abgeschossen oder was soll das hier? Hm. Wo bist du? Da oben. Ja, ich sollte natürlich nicht vergessen, ne? Ich muss auch irgendwann mal anhalten. Könnte fast klappen, wenn ich es hier mache. So, alles ist in Reichweite. Was ist das hier? Irgendeine Zelltemperatur. Fortschrittliche Verbundstoffe sind das. Das ist Antimaterie, Energiefabrik und Hightech-Fabrik. So, und dann können wir jetzt mal hier drüben ein Leitsystempunkt hinmachen und auf. Autopilot eingeschaltet. Machen wir jetzt hier eine Weile. Jetzt wieder zurück zum... Ja. Zum Trophiezenter Alpha. Was genau machst du da gerade? Halten? Kaufst du fortschrittliche... Also wie war hier drin, hä? Ratte, sagt er. Was geladen? Nee. Du hast schon abgeladen, okay. Ja, dann kannst du ja ganz normal weiter traden, würde ich sagen. Elektronikkomponenten werden gebraucht. Aber verdammt weniger davon. Wir brauchen die auch selber für unser Zeug. Den kauft er mal alle. so. Ja, das Problem ist halt, wenn wir das halt so machen, dann, ja. Machen wir halt ständig Verluste. Also was heißt Verluste? Ich meine, wir müssen es halt... Entweder wir gehen der Station Geld, dass ich da selber einkaufen kann, ja, oder wir schicken es halt selber hin, ja. Und so rum schicken wir es halt selber hin. So, wir sind hier. Was gibt es denn hier? Minderwertige Smartchips überfluten den Markt. Ganze Station, Produktion Hightech waren. Aha. Okay. Kaufmaschine, Bauplatzbau, Fabrik. Bär, ja. Also schätze ich, würde die Angaben sprechen.
Aktion gefallene Familien. Nee. Nicht wirklich. Kein Interesse. Okay. Wir gehen zum Superhalber jetzt. Wir springen jetzt durch und machen diesmal das, was wir machen wollten. So. Es wird eine Menge Flucht beinhalten, das ist wahrscheinlich. Wenig Kampf. So. Ich hoffe, dass wir wirklich endlich mal hier erreiche irgendwelche... Diana Mossura, 7. Mal kurz hier stehen. Nehmen wir einen Satellit auf. Auch wenn es eigentlich nur. Wollen wir hier mal kurz einen. Nur mal sehen, ob hier irgendwo irgendwelche Sachen versteckt sind im Minisystem hier. Oder ob hier außen noch mehr ist allgemein. Nicht so aus. Also gut, dann mal weiter. Wem gehört denn jetzt dieses System hier eigentlich? Wiedergang. Gehört das hier zum Beispiel? Freie Familien, das ist alles freie Familien. Wem gehören wir hier eigentlich? Und die anderen Typen sind böse. Ja, also irgendwo hier oder da, da müssen dann entsprechend die Sachen sein, die wir suchen. Werften. Erreiche System. Turuks Niedergang. Okay. Nur mal in die Richtung hier. Zunächst mal vielleicht so, dass wir hier mal einen Satelliten aussetzen. Wir müssen zwar dann trotzdem mal heftig aufpassen, dass wir nicht aus Versehen hier hinfliegen, weil wir können ja unsere Frachter auch ohne weiteres abgeschossen werden. Da wird jetzt zwar ein bisschen noch rausgeschleudert, aber ist schon. Gehen wir mal dahin. Split denken, du fliegen wie Anfänger. Nein, nein. Ich fliege wie Profi, ich schnell fliegen. Bin schnell und weit weg. Keine Gefahr ich darstellen. ja. Wie gesagt, wir sind hier aus Erkundungsgründen, nicht aus Kampfgründen. Da ist auf jeden Fall irgendwas. Genau, gleich, wenn wir da drüben sind, gleich mal den Langstreckenscanner anschmeißen und hier ein bisschen so pingen und gucken, wo jetzt zumindest in welche Richtung wirklich was ist. Unbekannte Station. Irgendeine Station. Das ist ein Sonnenkraftwerk, okay. Freie Familien. So. Dann den Langreichweiten. Genau, und wir gucken mal so in diese Richtung hier. Ich meine, hier ist echt überhaupt nichts, ne? Da hinten ist auf jeden Fall auch ein Tor. Ja, sehen. Also hier ist auf jeden Fall ein Tor, das irgendwo hinführt und... Es sind noch irgendwelche Fabriken, aber die waren zu weit weg, als dass wir sie eben auf den Scannern hatten. Deswegen biegen wir hier mal ein wenig ab noch, dass wir hier ein Satellit aufstellen können. Ich meine, nichts davon sieht aus wie eine Werft. Ja, oder später werden wir schon eine Werft finden hier. Medikamentenfabrik ist das erste hier.
alles so ein bisschen zerstreut hier. Gar nicht, ja, so schön ordentlich angereiht wie in anderen Systemen. Unbekanntes Objekt. Wohin das hier führt. Vielleicht ist es ja ein Xenon-Tor. Ja, hier fliegen auch die ganze Zeit angeschossene Leute rum. Ach, das geht tatsächlich nach Familie TK. Okay, da wollen wir eigentlich hin. Da wollen wir eigentlich hin. Okay. Ja, dann Glück auf, würde ich sagen, ne? So. Ich glaube, es funktioniert, eine Sonde quasi, man beschleunigt durchzuschießen durch das Tor. Erreiche System. Familie Tkr. So. Ja, wow. Okay. Jetzt, was wir hier finden, ist erstmal Xenon, ne? Sehr interessant. Auf der rechten Seite war auf jeden Fall auch noch was. Aber da war gerade eben echt ein Schiff, ne? Was ist denn hier los? Sind hier diese Xenon-Überfall gedruppen? Energiefrachter. Na gut, das sind die anderen Typen, das ist klar. In der Lastrucker-Schlucht. Also die bauen, die haben auch die ganze Zeit hier Verteidigung und so alles aufgebaut. Und jetzt sieht es hier aus, als sei hier sonst was passiert. Xenon haben alles eingenommen. Meine Güte. Das habe ich jetzt echt nicht erwartet. Oh, wir haben ein Schiff Alligator. Ja. Blöde Gefühl, dass wir hier keine Werften finden werden. Da ist auch noch irgendeine Station. Lass mal zu der hinfliegen. Wahrscheinlich dann auch in Xenon-Hand. Dann werden wir mal zur sengenden Niederlage weiterspringen. Ja, und Falkas Schlucht ist natürlich auch noch eine Möglichkeit. Boy. Ja, unsere Satelliten wurden doch gleich abgeschossen. Nee, wurden sie nicht. Schon sagen. Ist ein bisschen hart gewesen. Das ist ja wirklich bitter. Ich finde es halt geil, dass die ganzen Frachter hier auch ohne Deckung und so rumfliegen, ne? Ob wir überhaupt hier Medaillenschürfer sind, hier gibt es auch keine Medaillen, zumindest haben wir noch keine gefunden. So. Wettenfabrik. Nicht vorstellen, dass wir irgendwas finden. Da hinten gibt es irgendwo tatsächlich Mineralien in der Ecke. Naja, komm, ich will jetzt. Meine Frage ist, ist das das, was. Das Sprungtor oder ja.
Das sind auch keine Stationen. Man sieht die ja dank des Mods hier so ein bisschen. Da ist irgendwas. Unbekannte Zone. Wir fliegen mal da trotzdem rüber und erkunden auch das noch. Da können wir wahrscheinlich in der nächsten Folge nochmal hier, ja, in den Folgesystemen noch ein bisschen rumschauen. Ich hätte ja alles erwartet, aber nicht, dass die Xenon hier das System so halb übernommen haben. Sind eure Werften. Kämpft Gassammler. Und auch nochmal Xenon. Normalerweise wären ja die zu weit draußen, wenn die überhaupt Werften haben. Finde ich auch die absolute Härte, ne? Die Station hier schauen wir uns auf jeden Fall an. Was die hier zu bieten haben. Hier sind sogar drei aufeinander. Also so ein, sag ich mal, Standard-Cluster. Eine war eine Höhlenteilefabrik, ja? Fabrik. Kurz hier, und da links ist auch noch irgendwas. Soll ich nicht machen. Leerer Raum. Reicht das schon? Nehmen wir uns einmal im Kreis hier. So, und dieses Ding hier. Ah, das war zu viel des Drehens. Ich glaube, irgendwo hier. So, dieses Teil da. Was ist das hier? Das sieht doch etwas größer aus. Und da ist auch noch ein Gate. Unbekanntes Objekt. Was ist das? Ja, das muss was anderes sein. Wahrscheinlich das Tor zu dem anderen. Das ist hier weiter unten. Da hinten sehe ich auch noch ein Cluster. Aber das sieht aus wie eine größere Station hier. Unbekannte Station. Schauen wir mal, was das ist. Und schon dort auch was auf. Das sieht schon größer aus, ne? Szenen und Verteidigungsstation. Ah ja, okay. Also ich habe schon so eine Vermutung, wo dieser Sprungtor führt. Gespenstisch aus, das Ding. Da hinten noch ein Cluster. Das Geld. Raumtor, Matrix, ja, Nummer okay. 4, 5, 1. Und das macht also Sinn. Verbundwerkstoffe, Fabrik. So. Dann. Hier noch mein letztes Leitsystem. Ich glaube, das war in der Richtung, wo wir noch Sachen gesehen haben. Ja, da ist noch ein Cluster. Ich glaube auch nicht, dass da irgendwas von der Fabrik ist, ehrlich gesagt. Okay, schauen wir trotzdem. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Torn.